Hungerstreik ist es, dass wir ehrlich ins Gespräch kommen mit den KanzlerkandidatInnen und damit auch als ganze Gesellschaft mal sehen, keines der Wahlprogramme ist genug. Und wir werden es doppelt und dreifach bereuen, wenn wir in 10 Jahren zurückschauen auf die Zeit, in der die Klimakatastrophe noch eindämmbar war, aber wir nichts gemacht haben. Ich mache gerne Filme, weil es für mich die beste Art der Kommunikation ist. Kunst ist für mich halt Sprache. Und zwar Sprache nicht nur auf verbaler Ebene, sondern halt wirklich auf einer Ebene, wo man sich total abstrakt auch ausdrücken kann. Bei der filmischen Sprache, da kommt das viel näher an dem, was man eigentlich sagen will, was man den anderen weitergeben will. Und das muss man sehen, das muss man zeigen. Und das schafft man auch mit Filmen. Filme machen, das bedeutet schon echt viel für mich. Beim Film hast du so viele Optionen. Man hat als Zuschauer gleichzeitig so viele Interpretationsmöglichkeiten. Und das ist etwas Dauerhaftes. Das Filmemachen mache ich gerne, weil ich dort mit verschiedenen Menschen in Berührung komme. Also ich arbeite sehr gerne dokumentarisch. Und dort lernt man halt verschiedene Schicksale, sehr verschiedene Geschichten kennen. Und das reizt mich dann auch, diese Geschichten dann in einen Film zu packen und das dann auf Leinwand zu bringen und das dann den Zuschauern, also quasi anderen Menschen, dann näher zu bringen. Ich mag sehr viele Kunstarten. Wenn es jetzt um Film geht, also ich mache auch sehr gerne Filme, dann arbeite ich auch gerne mit Film und Kunst zusammen, wie zum Beispiel Animationen in Filme einzubauen oder andere Kunstelemente wie Tanz oder Musik. Es gibt mir irgendwie die Möglichkeit, auch mich auszudrücken und auch vielleicht Sachen zu verarbeiten. Vor allem auch Themen, die mich interessieren, zu behandeln und dort auch irgendwie in die Tiefe zu gehen. Es gibt nicht genau, das ist richtig oder das ist falsch, sondern das ist eine Art von Kunst und genauso ist das andere auch eine Art von Kunst und eine Darstellung. Letzten Endes sehe ich Filmkunst als künstlerische Möglichkeit, irgendwo mich selbst auszudrücken. Wird man auch sehr viel mit seinen eigenen Emotionen konfrontiert und seinen eigenen Sichtweisen vielleicht auch. Auf Dauer hat es mir nichts gebracht. Außer Narben. Aber von denen habe ich schon genug. Seinen eigenen, ich sag mal, Schicksalsschlägen. Und das ist dann sehr viel, was dann in mir stattfindet und wo ich dann aber auch merke, okay, es ist gut, es ist wichtig. Was quasi mit dazu eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist, dass ich halt eben mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten kann. Ich schaffe es, einen Teil von denen selbst auf Leinwand zu bringen. Filmkunst hat eigentlich schon immer irgendwie einen Stellenwert in meinem Leben gehabt. In der Schule hat es halt schon angefangen, dass ich da einfach Videos gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, so Sketches zu machen in der Schule oder irgendwie wirklich richtige Filme oder Videos eher zu machen. Das hat mich damals schon total glücklich gemacht irgendwie, dass es etwas gab, was mir Spaß gemacht hat, dass ich in der Freizeit machen konnte und dass auch andere Menschen gesehen haben und mir auch gesagt haben, ey, das ist toll, dass du das machst. Zu sehen, dass andere Menschen durch die Videos glücklich werden oder halt lachen müssen, das macht mich auch total glücklich. Kunst oder auch Filme machen ist für mich bunt sein, etwas ansprechen, was möglicherweise ein Tabuthema ist oder kritisch angesehen wird. Also ich würde sagen, dass die Bedeutung von Kunst für mich selber eine Art Ausdruck ist und ich vor allem auch viel damit ausprobieren kann. Also es gibt mir eine spezielle Freiheit, sowohl in Konzept als auch Idee, generell mit der gesamten Umsetzung. Ich lerne unfassbar viele Schicksale kennen und kann dadurch meinen Horizont erweitern, kann dadurch immer wieder Sachen mitnehmen und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass dadurch, dass ich letzten Endes meinen Teil dazu beitrage, dass die Geschichten von anderen Menschen gehört werden, dass ich eben auch
anderen Menschen ein gutes Gefühl gebe, dass ich denen sage, hey, guck mal, ich sehe deine Geschichte als so wichtig an und ich möchte, dass andere davon mitbekommen. Es geht primär in die Richtung, bin ich schön genug? Also, ich weiß nicht, ist meine Hautfarbe so, wie sie ist, okay? Ich habe zum Beispiel auch, also Narben sehen bei mir ja ganz anders aus. Auch so, also es sind Kleinigkeiten, aber es sind so viele Sachen, so, die aufeinandertreffen, wo ich mich oft auch unwohl gefühlt habe. Und das verschafft natürlich auch den Teilnehmern zum Beispiel auch ein unfassbar gutes Gefühl. Und die erfahren zum Beispiel so Sachen wie Selbstwirksamkeit. So, das Selbstbewusstsein wird dadurch gestärkt. Diesen Mehrwert, das nehme ich dann für mich am Ende meines Arbeitstages, nehme ich dann für mich mit nach Hause und schlafe dann einfach mit einem guten Gefühl ein. Also vor der Kamera macht mir vor allem mehr das Schauspiel Spaß, wenn man irgendwie so eine andere Person sein kann oder eine andere Seite von sich sein kann, ohne dass es vielleicht blöd rüberkommt, wenn man zum Beispiel einen gemeinen Typen spielen muss, dann kann das Spaß machen, finde ich zumindest, obwohl man in Realität niemals so sein würde. Man ist ja nicht nur so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Interview führt oder quasi vor der Kamera mit denen redet, dass die, ich sag mal, Beziehung, die man irgendwie in der Zeit aufbaut, dass die dann vorbei ist, sondern die geht ja auch viel weiter darüber hinaus. Ich habe etwas für Sie vorbereitet. Ich würde Sie nun bitten, sich auf einen anderen Stuhl zu setzen. Was verspüren Sie, wenn Sie an Ihre Tochter denken? Sie ist einfach weg. Ich sehe nicht nur einfach diesen Job, irgendwie eine Kamera anzumachen und irgendwas Geiles zu haben, sondern eher einen Menschen in Bezug auf dokumentarisch seine Geschichte erzählen zu lassen. Aber gleichzeitig auch, wenn es jetzt szenisch ist, dass ich jemanden, beispielsweise Schauspieler, irgendwie eine Geschichte erzählen lasse. Das Glück beim Filmemachen zum Beispiel habe ich einfach zum Beispiel beim Set, also beim Machen, dass es Spaß macht zu Schauspielern, es Spaß macht, Ideen zu erfinden, Sachen zu verfilmen, Kameras zu benutzen, mit Freunden, Kollegen irgendwie in Kontakt zu kommen, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Das macht auf jeden Fall Spaß, aber auch das Endergebnis, also wenn man das, was man erschaffen hat, den Film oder das Video, dann auf einer Leinwand sieht oder irgendwo im Internet auf dem Handy, und dann sieht, dass man das selbst geschaffen hat, das macht mich irgendwie glücklich. Beim Filmmachen hat mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht, wirklich an den Ideen zu arbeiten, wirklich auch mit anderen Leuten zu interagieren und im Endeffekt dann auch diese Ideen umzusetzen und auch ein fertiges Projekt zu sehen. Du arbeitest auf dieses Ziel hinaus, dass du Geschichten erzählen möchtest, und zwar wahre Geschichten. Und du arbeitest darauf hinaus, dass die Menschen, mit denen du gerade zusammengearbeitet hast, sich gehört fühlen und auch gehört werden. Ja, also dass das jetzt passiert, das ist kein Zufall oder so, das ist die direkte Konsequenz von dem Nichthandeln von PolitikerInnen. Hier seit über 2 Wochen haben Menschen hier nichts gegessen, einfach nur, weil sie Angst um ihre Zukunft haben. Und sie fordern ja nicht mehr als einfach nur ein Gespräch. 561 Stunden nichts gegessen. Es war schrecklich, als ich ohnmächtig geworden bin und dann im Krankenhaus war und realisiert habe, mein Leben steht hier gerade auf dem Spiel. Ich finde das auch zum Beispiel voll gut, dass, dass auch viele der Filme dann zum Beispiel auf YouTube dann zu sehen sind und man die dann auch einfach teilen kann und das quasi auch dann nach der Premiere weitergeht. Diese Filme werden ja auch unter anderem auch an Schulen gezeigt. Wenn ich an den Gedanken denke, dann ist es immer so, okay, wenn kleiner Ertika, 13 Jahre alt, irgendwie über ein bestimmtes Thema diesen Film schauen würde, was möchte ich diesem Kind mitgeben? Was möchte ich dieser kleinen Aetika mitgeben? Künstlerisch aktiv sein kannst du eigentlich überall, ob es in der Bahn ist, ob es zu Hause irgendwie ist, ob es auf der Arbeitsstelle ist oder in der Schule. Es ist eigentlich voll egal. Ich mache das gerne irgendwie, wenn ich kurz einen freien Kopf habe irgendwie und versuche, irgendwelche Ideen zu haben, einen freien kreativen Raum irgendwie mir zu geben. Wenn ich einen Film mache, dann, naja, eigentlich passiert das an sehr, sehr vielen Orten.
Weil zum einen habe ich Ideen zu Hause oder ich arbeite an verschiedenen Teilen zu Hause, aber gleichzeitig auch viel Medienprojekt. Das Filmemachen, das habe ich beim Medienprojekt tatsächlich kennengelernt. Für mich war früher Filmemachen immer so, okay, man macht einen Film und der sieht voll gut aus und es wird gezeigt. Und es ging mir irgendwie da immer so um Anerkennung. Und als ich dann hier das Praktikum gemacht habe und dann auch wirklich mal so die Arbeit kennengelernt habe, da ist das so ein bisschen nach hinten gerutscht und da war für mich dieser Mensch oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die standen auf einmal im Vordergrund. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag. Ich habe mit meiner Mutter nicht gerechnet. Und auf einmal stand sie da. Mama, was machst du denn hier? Lea? Sie hat mich gesehen mit meinen blauen Flecken und Tränen. Was ist passiert? Nichts, ich bin nur die Treppe gestern runtergefallen. Lea. Es ist nichts, Mama. Lea, was ist mit dir passiert? Ich bin nur die Treppe runtergefallen. Lea! Oh Gott, Lea! Ich bin nur die Treppe runtergefallen. Nein, Lea! Mama. Oh, Scheiße! Ihr fragt euch sicherlich, warum. Warum ich bei ihm geblieben bin. Also die Medienpädagogen beim Medienprojekt sind schon irgendwie wichtig für mich. Ich denke, ich lerne viel von ihnen, weil die meisten von ihnen sind halt schon erfahrener als ich und ich finde es dann schön, mit denen zusammenzuarbeiten und was davon mitzunehmen. Die Medienpädagogen beim Medienprojekt jetzt beispielsweise, die ich einfach gut kenne, sind für mich von Anfang an einfach eine Unterstützung gewesen auf jeder Ebene. Also ob es einfach mich persönlich betrifft, was meine Ziele sind, Konzept, eine Ideeentwicklung, die Realisierung, welches Equipment brauche ich überhaupt und wie hole ich meine Darsteller ran. Es ist auf allen Ebenen immer eine Unterstützung. Es muss gar nicht viel sein, sondern einfach irgendwie was Aufbauendes oder irgendwie ein kleiner Tipp. Da kann ich tatsächlich sagen, vom Medienprojekt, auch wieder finde ich das richtig, richtig cool, wie das hier gemacht wird. Wird man da so ein bisschen angeleitet am Anfang? Es werden einem die Grundlagen beigebracht. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man selber so denkt, so ja, voll cool, so jetzt habe ich voll die Motivation, dann wird man aber so ein bisschen ins lauwarme Wasser geschubst. Und man weiß aber, okay, diese Kunstlehrende oder die Filmemacher jetzt zum Beispiel, die sind für einen da. Man kann die jederzeit anrufen, jederzeit schreiben, jederzeit fragen. Aber man muss es jetzt letzten Endes selber machen. Das, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, was am wichtigsten ist, ist, dass der Medienpädagoge oder Pädagogin Fragen beantworten kann oder immer da ist, wenn man mal nicht weiter weiß. Weil ich finde es wichtig, dass man als Medien, also dass der Medienpädagoge einem viel Freiheit gibt, also dass man einfach selbst machen kann, wie man einfach will, dass man seine Kunst frei ausleben kann, ohne dass die Person dann halt sagt, nee, das ist jetzt nicht toll, mach das bitte nicht, sondern man soll wirklich einfach frei machen können. Was das in mir bewirkt, ist tatsächlich, dass ich einmal eine Art Vorbild habe, zu dem ich immer aufschauen kann und andererseits auch einfach einen Mentor, der mir im besten Falle nicht nur dann im filmischen Bereich, sondern auch vielleicht irgendwo im persönlichen Bereich einfach zur Seite steht und wo ich einfach weiß, hey, bei dem kann ich mir die Unterstützung holen, die ich brauche. Der bringt mir auch die Kunst bei, die ich unbedingt lernen möchte und wo ich mich weiterentwickeln möchte. Die bewirken bei mir auf jeden Fall so eine Art von Sicherheit, dass ich weiß, ich komme, wenn ich jetzt nicht mehr weiterkomme, zum Beispiel beim Schnittprogramm ist das öfters bei mir so gewesen, dass ich nicht weiß, wie ein bestimmter Effekt geht oder wie eine bestimmte Funktion funktioniert, dass ich dann immer eine Person habe, die ich dann anschreiben kann oder anrufen kann oder einfach ansprechen kann, die mir das dann erklärt oder mir die Frage beantwortet. Das Erfüllendste beim Filmmachen ist auf jeden Fall, wenn man den Film zu Ende hat, wenn man wirklich fertig damit ist und das Endprodukt sehen kann und das dann auch anderen Leuten zeigen kann und die dann sich darüber freuen oder darüber lachen. Das ist immer so das Tollste am Filmmachen. Man will ja etwas ausdrücken mit der Kunst und ich glaube, es ist wichtig, dass man in Harmonie ist mit dem, was man erschaffen hat und das, was man auch, ich sag mal, so im Inneren hat, was man auch vorhatte zu erschaffen. Die Präsentation oder auch Aufführung meiner Filme hat für mich eine große Bedeutung. Ich finde es schön,
wenn ich das, was ich gerade gemacht habe, also wenn ich einen ganzen Film gemacht habe, dass ich den auch anderen Leuten zeigen kann. Weil es ist mir auch wichtig, was andere Leute so darüber denken. Es ist schön, wenn man das, was man gemacht hat, auch teilen kann. Ich bin auch nervös davor, würde ich sagen, aber es ist gleichzeitig auch ein schönes Gefühl, einfach so etwas, also sein eigenes Werk auf der Leinwand zu sehen, und es gibt einem irgendwie auch Energie. Für mich war das einfach nur aufregend und ich war nervös irgendwie und ich wusste, es geht gleich los. Ich habe mich gefragt, bleibt das, bleibt diese Nervosität irgendwie, dass du eigentlich in dem Moment gar nicht da sein willst? Und ich habe von anderen Mitarbeitern von Medienprojekten mitbekommen, dass das eigentlich immer bleibt irgendwie. Es ist ein schönes Gefühl, aber gleichzeitig auch ein nicht so schönes Gefühl irgendwie. Mich erfüllt es halt immer mit Stolz, wenn meine Filme gezeigt werden. Nicht nur Stolz, dass ich diesen Film kreiert habe, dass ich diesen Film geschnitten habe, gefilmt habe, sondern auch stolz, wie gesagt, auf die ganzen anderen Teilnehmer, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, weil ich mir so denke, boah Leute, guck mal, was für einen geilen Film wir jetzt gerade rausgebracht haben. Und einfach diesen Mehrwert im Film machen, das ist das, was mich am Ende des Tages glücklich und zufrieden macht. Also ich muss schon ehrlich zugeben, dass es mir schon wichtig ist, wie vielen Leuten mein Projekt am Ende, das Endergebnis, dann auch gezeigt wird, wie viele Leute das sehen. Weil ich meine, man macht ja nicht einen Film und tut da stundenlang Arbeit rein, damit das am Ende niemand sieht. Also es sollen ja schon Leute sehen, und desto mehr Menschen man erreicht, desto besser, finde ich. Was ich auf jeden Fall versuche, auch mit meinem Film zu erreichen, ist, dass man mich ein bisschen mehr versteht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Film, eine Szene habe über Gewalt oder über Mut, Heldentum oder sowas, das ist ja etwas, was aus mir rauskommt, was ich von meinem eigenen Erleben rausgebracht habe. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern wenn ich irgendeine, zum Beispiel auch eine traurige Szene in einem Film habe, dann ist das eigentlich eine Widerspiegelung von meiner echten Trauer. Also das ist ja nicht nur, das ist nicht nur Film, das ist eigentlich echt, was ich da zeige. Also der Beruf der Filmemacherin bzw. vor allem Medienpädagogin könnte auf jeden Fall für mich eine gute Zukunftsvorstellung sein, weil ich einfach dieses pädagogische Arbeiten, Menschen anleiten oder auch denen einfach Werte mitzugeben und vielleicht auch so ein bisschen therapeutisch mit denen zu arbeiten, dass ich das aber mit dem Filmemachen verknüpfen kann und dass dieses Filmemachen letzten Endes auch für mich quasi auch, um ehrlich zu sein, auch nur ein Mittel dazu ist, dass ich halt eben diesen emotionalen Wert weiterverfolgen kann. Für mich bedeutet es irgendwie, Künstlerin später zu sein, ganz viel, weil es mich sehr erfüllt. Es gibt mir eine Freiheit. Gleichzeitig weiß ich, wie unfassbar schwer das ist. Ich erhoffe mir, dass das möglicherweise später etwas leichter sein wird und dass Künstlerin als Beruf auch anerkannt wird und dass es mehr Möglichkeiten gibt irgendwie und das auch erkenntlicher ist. Also ich will eigentlich ganz sicher Filmemacher werden in Zukunft, einfach weil ich noch so viele Ideen im Kopf habe, die alle raus müssen. Und ich habe da vor allem einen bestimmten, also es ist ein Actionfilm, den ich im Kopf habe, den habe ich schon seitdem ich so 16 habe oder 17 habe, da ist mir die Idee zum ersten Mal gekommen und die habe ich mit der Zeit immer, diesen Film habe ich mir im Kopf immer weiter ausgedacht und ich will diesen Film einfach irgendwann wirklich in Realität sehen, also wirklich ihn umsetzen können. Es gibt noch ganz viele andere Sachen in meinem Kopf, die ich einfach anderen mitteilen will, und das geht halt am besten über Filme. Künstlerin ist eigentlich meine einzige Berufsvorstellung. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, in einem anderen Bereich tätig zu sein, also das möchte ich einfach nicht. Weil es wirklich das Einzige ist, was mich, glaube ich, erfüllt. Ich weiß auch, was für Risiken es hat, Künstlerin sein zu wollen, weil es wirklich auch nicht einfach ist und man auch nicht unbedingt, naja, unterstützt wird dabei. Aber ich denke, ich werde alles dafür tun, weil es das Einzige ist, was ich machen möchte. Sehr schön, das war doch ein schöner Schlusssatz.